Hallihallo und willkommen zur 31. Folge vom Karrieremodus mit Plymouth AG. Wir sind jetzt auf dem Weg, Rückrunde anzustreben der neuen dieser Saison, die wir gestartet hatten in der letzten Episode, die nicht optimal verlief, zumindest von den Ergebnissen bisher. Wir haben neue Spieler eben noch verpflichtet, wie ihr seht, und ja, verpflichten noch einen hinterher, und zwar diesen Goubert, ja, oder sowas, Linksverteidiger, einfach nochmal Backup, falls sich unser Zenit-Ex-Linksverteidiger verletzen sollte, dessen Namen ich immer nicht aussprechen kann. Und ja, ansonsten mussten wir wieder in die Liga ran und endlich mal wieder ein Sieg zu Hause gegen Birmingham City. War mal wieder ganz wichtig. Dann nächstes Angebot für Rotpuller. 500.000, dachte ich mir, klingt fair, ist immerhin 400 irgendwas wert. Da kann man immer 500.000 verlangen. Ihr seht, wir sind so seit, was war das, irgendwie eine Beziehung, 12. oder so. Hoffentlich zeige ich irgendwann gleich mal eine Tabelle. Irgendwie habe ich das vergessen reinzuschneiden. Habe ich das Gefühl, die Tabelle zu zeigen. Tut mir auch leid, dass ich irgendwie, ja, selbst gerade merke, dass es nicht so geil ist. Aber ja, wir müssen 2 Wochen ohne Material auskommen, was nicht so schön ist. Aber gut, sollte zu verkraften sein, 2 Wochen. Ansonsten geht jetzt was richtig Seltsames. Und zwar biete ich hier auf Ben Davis. Laie mit Kaufoption 100.000. Während wir uns hier nochmal auf einen neuen Außenspieler mit Brasiliano oder so. Wollte ich mal gucken, ob ich den vielleicht bekomme. Der hätte ganz nette Werte. So, dann kriegen wir noch Angebote für Lukas Rotpuller. Ich mache wieder 500.000. Oh, machen wir mal 600.000. Wieso auch immer. Und ja, dann seht ihr, dass Ben Davis das überlegen. Rotpuller wird nicht akzeptiert. Dann waren noch ein paar andere Spieler in Betracht. Und letztlich hole ich mir dann, glaube ich, auch diesen Brasiliano. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den überhaupt hole. Werden wir gleich nochmal erfahren. Erstmal, ja, bla bla. Nein, ich hole ihn nicht. Ja, sorry, alles wieder Kommando zurück. Und zwar Ben Davis. Ich glaube, den habe ich sogar geholt. Den habe ich geholt, relativ sicher. Aber er taucht einfach, den hatten wir schon mal geholt, wenn ich mich nicht täusche, als Laie mit Kaufoption. Und am Ende konnte ich Kaufoption ziehen oder nicht, obwohl ich nicht ein Spiel mit dem gemacht habe, weil er einfach nicht in meinem Kader auftaucht. Und genau dasselbe passiert jetzt wieder. Ich habe irgendwie das gemacht mit diesem Kaufoption. Und am Ende der Saison werdet ihr merken, dass mir der Vorstand sagen wird, willst du die Kaufoption zu Ben Davis ziehen, ja oder nein? Und ich so, bitte was? Der war nicht mal in meinem Kader. Und ja, es ist auf jeden Fall relativ seltsam, kann ich auf jeden Fall euch bestätigen mit diesem Davis. Ich weiß nicht, warum er nicht in meinem Kader auftaucht oder warum ich immer eine Kaufoption Ende der Saison habe. Es ist relativ seltsam. Also irgend so ein Geistspieler, der bei uns immer rumgaunert. Ja, da feiern wir endlich mal wieder einen Auswärtssieg bei Brighton und deswegen, ja, tabellarisch nicht mehr ganz so übel. Dann zu Hause gegen Burnley wollten wir natürlich nachlegen und mit einem 2:1 schaffen wir das tatsächlich auch. Wunderbärchen, so kann das ja weitergehen. Wir sehen einmal im Mannschaftsbericht, dass sich da einiges doch wieder getan hat mittlerweile. Sieht das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Harvey hat ja auch die 70 erreicht, genau wie fast, ja, zumindest die Hälfte unserer Innenverteidigung, was ganz schön ist. Und ja, das sieht doch eigentlich jetzt wieder nach einem Kader aus, der nächste Saison eventuell doch mal versuchen könnte, die Premier League anzugreifen. Sollten die Ergebnisse besser sein als die bisherigen, denn ihr seht, wir kriegen wieder 13-0 von Nottingham auf die Mütze. Dann geht's zu Hause gegen Blackpool. Dort können wir immerhin einen 2:1 Sieg feiern, ganz knapp auf jeden Fall. Dann wollen einige hier mal wieder ein bisschen mehr Geld haben. Kennen wir ja alles, wenn der Erfolg kommt, muss auch mehr Geld sprießen. Weiter geht's auswärts bei Crystal Palace, da verlieren wir 4:0, kriegen richtig auf die Mütze, ja, läuft nicht ganz so. Dann ging's zu Hause gegen Millwall, nein, auswärts bei Millwall, wieder um alles und der nächste Auswärtssieg, so ist natürlich schön, ihr seht, wir sind, wer angehalten hat oder wer kurz zurückspult und anhält, weil tatsächlich auch wir sind 11. oder sowas, was schon relativ okay ist, würde ich behaupten, denn wir sollten ja nur nicht absteigen und Tabellenmittelfeld wäre da natürlich nicht ganz so übel. So, nächste Partie zu Hause gegen Ipswich, der, wo wir uns ja Lawrence abgekauft hatten, der diese Partie aber nicht spielt. Leider nur ein 1:1. Das ist zu Hause eigentlich zu wenig. Aber gut, wir können nicht jede Partie gewinnen, zumindest in dieser Saison noch nicht. Ebenfalls verlieren wir dann bei Derby County.
und verlieren wieder ein bisschen den Anschluss an die oberen Tabellenplätze, die wir natürlich nicht mehr angreifen können. Nächste Partie 0 zu 0 gegen Watford, also der nächste Mannschaftsbericht hinterher. Duffy 62, naja, Ersatzkeeper halt nur, können wir nicht zu viel erwarten. Bellerin 72 mittlerweile, sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ferreira 68, Nelson 72, also ich kann auch sagen, die Innenverteidigung sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr solide aus zur kommenden Saison. Ja, Martial 78, mittlerweile 7 Millionen Mark. Wert, da auf jeden Fall unser größtes Juwel, darüber müssen wir überhaupt nicht streiten. Unser Linksverteidiger 68 mittlerweile, auch der entwickelt sich so, wie ich es mir erhofft habe, was natürlich sehr schön zu sehen ist. Und ansonsten, ja, die meisten sind so geblieben. Lawrence 64, wie gesagt, für 100.000 geholt, 500.000 wert mittlerweile. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Wertsteigerung. Dann wird auch schon die Gebühr für einen Leihspieler fällig und ich denke mir so, bitte was? Ja, Ben Davis, mal wieder die Leihoption. Ich dachte mir, ach, du ziehst sie einfach mal. Vielleicht hast du den Spieler ja danach nur 100.000. Angebot wird angenommen und Ben Davis also jetzt in unserem Team. Ja, denkst du, nein, der ist weiterhin ein Ghost-Spieler. Ja, die Saison ist übrigens zu Ende. Kam jetzt eventuell etwas überraschend, weil nicht mehr so viele Spiele nach der, dass die meisten Spiele in der ersten Halbzeit der Saison sind. Und das ist die abschließende Tabelle. Wir beenden die Saison auf dem 13. Platz. 15 Siege, 14 Unentschieden, 17 Niederlagen. 50 zu 71 Tore, keine sehr gute Tordifferenz. Aber ja, sehr, sehr schönes Tabellenmittelfeld, würde ich behaupten. Und deswegen können wir uns auf jeden Fall auch nicht beschweren. Weit weg vom Abstiegsplätzen. Ungefähr ja, 17 Punkte, 18 Punkte hinter den Aufstiegsplätzen, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, aber die wollen wir mit unserer ja, Abwehr von hinten raus und mit Martial vorne drin dann hoffentlich nächste Saison angreifen. Ja, dann hatte ich eine lustige Nachricht, habe ich auch noch nicht gesehen. Achtung David, und dann wurden mir da vier Mittelfeldspieler angeboten, die mein Mittelfeld verstärken sollen, weil das anscheinend nicht ganz so geil war, wie ich es erhofft hatte oder wie ich es gesehen hatte. Und deswegen, ja, ganz lustig, dass sowas auch gibt, dass mir dann plötzlich Mittelfeldspieler angeboten werden, die ich doch bitte kaufen solle. Und von daher, ja, sehen wir uns jetzt nochmal alles hier, was über ist, an. Ipswich Town Trainer, Spieler der Saison. Dann der Spieler des Jahres, Shane Long. Und abschließende Top-Torjägerliste und sowas sehen wir uns auch nochmal an. Und dort sehen wir, McCormack wurde Top-Torjäger, unser bester Schütze. Ja, nicht wirklich wieder zu finden. Top-Vorlagengeber Bolassi von Crystal Palace. Ohne Gegentor. Ja, da ist auch wieder unser Keeper doch da zu finden. Und ja, Ferreira immerhin über den Top-Listen immerhin. Geil bei gelben Karten. Also nichts, worauf wir sehr stolz sein können. Aber immerhin werden wir nicht gefeuert. Und der Trainer sagt, ja, wir sind okay, zufrieden, ist okay. Machst du nächstes Mal besser und das genau ist unser Ziel und das werden wir hoffentlich versuchen mit unserem 1,1 Millionen Budget und ganzen 5.000 Euro für Transfer, die guten alten Gehälter, werden wir versuchen damit anzugreifen. Ihr seht unsere Verteidigung, zwei 72er, ein 69er und ein 68er, die werden alle auf 70 hoffentlich ansteigen nächste Saison. Und mit diesem Team, was ihr jetzt gerade seht, werden wir versuchen, ja, nicht vielleicht mehr offiziell mit dem Team, aber um den Dreh, das Team wird versuchen, nächste Saison hoffentlich in die Premier League aufzusteigen. Wenn ihr das sehen wollt, lasst mich wissen. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bewerten nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.